Perfekt. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 hier auf der Hofbergmann. Mit dem Party. Hallo. So. Also, wir haben nochmal recherchiert. Und wir haben jetzt keinen Punkt gefunden, dass man jetzt irgendwie Hühner. Also, man kann die Küken nur verkaufen. Leider. Zumindest ist das, was ich in Erfahrung gebracht habe, in Erfahrung bringen konnte. Man kann die nur verkaufen. Ist ein bisschen schade, muss ich sagen. Aber ist halt nun mal so. Das heißt, wir haben nur die Variante verkaufen beim Viehhändler. Das können wir auch machen, das ist kein Ding. Und dann würde ich einfach wieder. Der Arm. Dann würde ich einfach wieder ein Eier in den Brutkasten reinmachen, weil das muss sich wohl lohnen, wurde geschrieben. Also, machen wir das so. Ich bring dir das Bobby Car rüber. Das Bobby Car? Ja, unseren Gartor. Okay, das können wir machen. Weil dann würde ich die Küken mitnehmen, vielleicht die Eier, ich weiß nicht. Ich muss sowieso mal eine kleine Hofrunde machen. Ich weiß auch nicht, ob wir ein bisschen Brot verkaufen können oder ich weiß es. Mal gucken. Es ist auf alle Fälle einiges zu tun. Willst du jetzt mehr Feldarbeit machen oder willst du dich mehr im Hof aufhalten, Party? Ich schwitze. 1, 2, 3 Deutsch. Ich springe hier überall hin und her. Ja, ich auch. Das, was gerade wichtig ist. Ich nicht hinterher. Das, was gerade wichtig ist. Hast du den Drescher und Abfahrer gebracht? Natürlich. Oh, sehr gut. So, wir haben kein Hühnerfutter mehr. Beziehungsweise doch haben wir schon. Aber wir müssen den Weizen in Säcke packen und die Säcke hierher packen, damit wir dann genug Hühnerfutter hier haben. You know what I mean? Ich weiß, was du meinst. Das müssen wir uns. Können wir uns irgendwie eine Liste machen, was wir machen müssen? Ich glaube, das wird zu viel. Ja, ich glaube, das wäre das Sinnvollste, wenn wir das machen. Das ist ja Wahnsinn, ey. Ich wollte. Was wollte ich nicht? Ich wollte. Viele werden sich denken, ha, ich spiele die Hofbergmann schon seit Jahren. Das ist ja gar nichts, was ich zu tun habe. Ja, das mag sein, aber wir wollen ja auch irgendwie nichts auslassen, ne? Das ist halt die Geschichte. Konnte man da nicht irgendwie was aufmachen? Ah, jetzt. So. Machen wir das mal das kleine Moped hier rein. Ja, werden erstmal in die Wand aussteigen. Hast du recht. Ich auch so klein für den vielen Mist. Warte mal, ich fahre jetzt ganz rein, weil ich hoffe nicht, dass ich mit dem Klick die Tür zumache und dann habe ich ein richtiges Problem hier. So, sogar gelacht. Niemals. Hallo, ich will die Käfige aufnehmen und schalte das Licht die ganze Zeit aus und ein. Da habe ich sie gut platziert. Eieiei. So, mit dem Platzsparen machen wir das Ganze hier. Wir brauchen noch ein paar von den Käfigen, ne? Da würde ich wohl noch ein paar Kisten, Holzkisten mitnehmen beim Händler. Ja. So, weil jetzt könnte man theoretisch hier die Eier nehmen und jetzt wieder reinmachen, aber ich weiß nicht, ob er die nimmt. Ja, nimmt er. Sehr gut. Okay, wir brauchen auf alle Fälle noch mehr Kisten. So, jetzt ist nur die Frage, lass uns mal gucken, wo bringt denn Eier was? Wir können natürlich noch ein bisschen Mayonnaise produzieren, klar. Familie Meier. Soll ich mal ein paar Karton mitnehmen zur Familie Meier? Natürlich, frische Eier von unserem Premium-Hühnern. Natürlich. Du hast bei Dagi gelernt, ne? Wie kommst du jetzt darauf? Jetzt auch nicht so genau. Kann ich die Eier auf die Kiste... Ja, ne? Also. Ich würde sagen, ich lasse jetzt mal so 2,5 Kisten hier. Weil eine Kiste, glaube ich, brauche ich noch für die Mayonnaise. Oder vielleicht noch zwei. Aber ich glaube, da oben liegt noch eine Kiste. Ich bin eh gerade hier oben. Ich gucke. Wir können aber auch, Patty. Eine halbe Kiste ist noch. Eine halbe Kiste doch. Ich habe gesehen, dass es da oben auch so eine Dingens gibt, ne? So eine Luke. Ah, warte mal, da ist die Leiter gerade gespawnt. Wir haben nämlich hier oben auch noch ein Lager für Weizensäcke, Gerstensäcke, Hobelspäne und so weiter und so fort. Wollen wir denn, ist ja an der Kollege Dingens schon frei? Sackabpacker? Da, wo du den Kompost gemacht hast? Der müsste frei sein. Ach nee, der ist noch nicht frei. Oh Gott. Ich muss investieren. Was? Neue Tiere? Du hast einen Hund und nicht am Hund. Ah ja. Warum kann ich den nicht füttern? Weil der braucht auch irgendwie spezielles Futter. Oh nö, ehrlich? Ja. Mann. Wo ist die Töle? Ah da. Vor allem, wo ist die Töle? Muss man bei Tierbedarf gucken. Okay. Ja, gut. Eins nach dem anderen.
Hundefutter. Okay, ich fahre eh gleich zum Händler, dann geht das unter einmal. So, ich muss erstmal die Familie Meier finden. Oh. Die hat nämlich ein paar Eier bestellt. Beziehungsweise die wissen noch nicht, dass sie so viele Eier bekommen, aber die bekommen jetzt viele Eier. Die Familie Meier war jetzt gleich nochmal wo? Die Nummer 4. 7, 4. Genau neben der Metzgerei, so habe ich es gern. So, ich roll mal los, ne? Gib ihm. Ich bringe viel Zeug vielleicht nach Hause, mal gucken. Okay, dann bin gespannt. Nicht so viel Zeug, ja? Kann das sein, dass... Ja? Zum Glück hast du bloß begrenzten Ladeplatz. Ich, ich habe keinen Anhänger mitgenommen, weißt du? Gott sei Dank. wir liebäugeln ja immer noch mit dem Feld 5. Alter, das piept die ganze Zeit, während ich hier rumfahre. Ja, wir müssen jetzt mal gucken. Also, die Missionen gehen voran. Also, das ist dauert halt noch einen Moment. Und ich glaube, dass es auch nicht mehr so lange dauern wird. Das Gute ist halt, da wäre halt jetzt reife Sonnenblumen drauf, ne? Also, wann, wenn nicht jetzt eigentlich? Ja. Aber wenn die geerntet werden, ist halt wieder ein Manko. Aber da fehlen halt noch 100.000. Es gibt eine einzige Düngemission? Ja, gut, ich bin ja schon dabei bei einer, ne? Also eine wurde gerade gemacht. Oh nein, der Händler hat noch zu. Um 8. Um 8. 10 Minuten noch. Mann, ey. Da, wo ist jetzt die Familie Meier? Familie Meier! Ist das hier die Familie Meier? Kann auch nicht lesen hier. Meier? Meier? Hallo? Die schlafen bestimmt noch. Mann, die Tür ist zu! Ich muss noch kurz... Die schlafen noch. Ob das gut geht, was ich hier fabriziere mit den... So, die Familie Meier ist jetzt wieder wach. Die fragen, was du machst? Nee, besser nicht, ne? Na, ich fülle die Säcke weiterhin ab und lade und lade und lade auf diesen Wagen. Gut. Aber wir müssen uns mal ein bisschen einschränken, was die Säcke sind, weil ich habe das letzte Mal schon mitgekriegt, das fängt an zu lecken schon. Ja, weg damit und fertig. Ja. Wenn dann auch der Preis dementsprechend ist, ne? Wenn der Preis das gleiche ist wie bei Schüttgut, dann habe ich das Bedürfnis, mir irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas anzutun. Weil das ist eine Scheißarbeit gewesen. Mhm. So, passt. Kann ich die Tür wieder zumachen, Familie Meier? Offen lassen? Okay, lass ich offen. Ladungssicherung, richtig und wichtig. 726 Euro. Was denn? Für Kompost. Das ist wenig, ne? Was? Das war nicht 1000? Weiß ich nicht. Ich bin der Meinung, wir hatten mal über 1000. Oder ich hatte mal über 1000 gesprochen. Aber ich bin nicht sicher. Ah. Lalala. Oh nein! Wie viel ist denn hier noch drin? Ach, gleich zu Ende. Du bist ja auch gleich wieder voll. Brauch einen Moment länger, ne? Aber dafür komme ich mit leeren Kisten zurück. Das ist gut. Viehhändler war schon richtig, ne? Ja. Vielleicht hat er noch nicht offen, aber... Naja. Wo ein Wille, da ein Weg. Oder ein Werner. Mhm. Ich habe mir Zugang verschafft. Was ist Zugang verschafft? Ja? Wo hatte ich den jetzt ausgemistet jetzt komplett? Ja. Hört auf, das wieder Dreck zu machen.
Redest du gerade mit unseren Hühnern und Hennen und Enten oder was? Ne, mit den Kühen. Mit der, oh. Gerade ausgemistet machen die schon wieder Dreck. Ja, die machen den ganzen Lackhäufchen. So, dann. Wie viele Kisten glaubst du, soll ich mitnehmen? Noch 6 hätte ich gesagt. Ja. Und, noch, ja, 6. Noch 6 und vielleicht 2 Säcke Hundefutter. Mhm. Dann haben wir wieder mal. Ne? Futter. Oh Mann. Ja, es ist schon was zu tun. Also Mischration zum Beispiel haben wir genug, ne? Im Futtermischer. Da, 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 da. Also dieser Gator, ne? Das ist eine absolute Gefährdung hier. Ich fahre mit dem in 0, nix in den Blitzer rein und muss wieder viel, viel Geld für nix bezahlen. Was machst du? Ich guck mir bloß gerade den Sprinter an. Der ist tiefer gelegt. Ja? Der liegt dezent nur auf. Auch nur dezent. Hab ich von gehört. Typen-Transportboxen. Da sehe ich mich. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hätte mich ja vielleicht mal stärkere Federn einbauen müssen. Naja. Ich glaube, er hat nicht mit uns gerechnet. Schwierig. Hundefutter, guck mal hier. So. Eingekauft hat er. War gar nicht so teuer. Also billig ist auch anders, aber. Ja, aber es hat jetzt den Kontostand nicht großartig verändert. Nee, das stimmt. So, machen wir zuerst die Kisten. So, das Abpackgerät ist fertig. Endlich Kompost. Sehr gut. Wie gesagt, wir können dann noch gleich Weizen abpacken. Und den Weizen können wir aber dann auf alle Fälle gleich in die Kammer oben einlagern. Weißt du, was ich meine? Ja. Wie beim Hühnerstall in diesem Dach, ich sag's mal Dachboden, ganz vorsichtig. Ich habe hier zufälligerweise auch gerade Gerste, reichlich. Gerste geht auch. Der Anhänger ist gleich voll und hat nur das halbe Feld geschafft. Huch. Mhm. Ehrlich? Ja. Sehr gut. Bin auch gleich fertig am Händler. Auch schon wieder dieses Premium. Überall steht Premium drauf hier. Sag ja, der Herr Schlager hat sich breit gemacht. Mhm. Der vertickt sein Zeug überall. Ja, 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 ja. Er spinnt seine Fäden immer noch im Hintergrund. So, vollgepackt mit tollen Sachen. Hier oben stehen noch 3 volle Kisten Eier. Also ja, ich weiß, deswegen. Müssen auch mal gucken wegen Öl, wie wird es mit dem Öl aussieht. Geht's mit Kibbeln? Ne, geht. Alles gut. Das so klang jetzt nicht. Gibt Schlimmeres, sagen wir mal so. Ich bin aber einfach auch zu schnell. Ich habe so einen hohen Kipppunkt, glaube ich. Mhm. Ich habe natürlich das Schwerste oben raufgelegt, ne? Ist ja klar. Gut möglich. Ja. Und hier ist eben das Feld rechts, das Feld 5, glaube ich. Nee. 6, 2, ich weiß nicht, 2, glaube ich. Da sind eben reife Sonnenblumen drauf. Das ist schon sehr verlockend, muss ich sagen. Wir fahren vorne rein. Würde die Hühner schon mal in die Käfige machen. Die Küken, Entschuldigung. Würde dann aber erst, wenn es 9 Uhr ist, dann hinfahren, verkaufen, weil das lohnt sich noch nicht. Mhm. Der Weg ist zu weit. Es geht zwar, aber der Weg ist zu weit. So, da kommen sie schon, die Hunde, wenn wir hier. Ja, ich habe Futter dabei. Hier, bitte, Mahlzeit. Achso, wollt ihr nicht? Okay. Ja.
Hey, das ist doch Hundefutter. Hundefutter. Warum nehmt ihr das nicht? Die Mario läuft auch. Ah, jetzt. Alter, wie groß ist denn dieser Trog? Alter, ein Sack ist weg. Ist gerade hier oben gewesen, Futter naschen. 100 Liter hat er jetzt drin und der Balken ist rot. What? Ich habe zwei Säcke gekauft. Ich habe gedacht, das reicht für das ganze Projekt. Hm, wie du siehst, nicht. Oh Mann, ey. So, 200 Liter sind drin. Wie, das reicht nicht für den ganzen Tag, ich sag's euch. Also so klein und so gefräßig, ne? Ja, verfressene Bagage. Meine Güte. So, was wollte ich jetzt machen? So, gut. Ihr seht, Hofarbeit ist voll im Gange. Natürlich andere Sachen auch noch. Für den Moment sind wir erstmal fertig. Liebe Leute, danke fürs Zuschauen, danke fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, ihr Pieps. Tschüss gern. Tschüss.